Servus Leute, Carlo hier und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Channel. Ich begrüße euch bei wunderschönem Wetter. Na Spaß, aber es ist echt richtig schön. Heute noch, morgen wieder scheiße. Vielen Dank dafür. Aber darum soll es wie immer eigentlich gar nicht gehen. Sondern ich dachte, ich mache mal so ein kleines, was ich mag, was ich nicht mag, an meiner MT-07. Ich fange an mit, ich werde zwei separate Videos machen. Und ich fange erstmal mit so dem Negativen an. Und dann muss man erstmal sagen, also bis auf zwei, drei Sachen, die mich wirklich stören, ist alles andere mehr so, ja gut, muss man halt mit leben, ist halt so. Deswegen, ja, ich fange einfach an. Also die haben keine spezielle Reihenfolge oder so. Einfach nur meiner Meinung nach, was ich an dem Moped jetzt nicht so atemberaubend finde. Und obwohl, fahren wir doch gleich einfach mit dem an, was mich am meisten stört, was wahrscheinlich auch den meisten sofort auffällt, wenn sie das Moped fahren, zumindest wenn sie ein bisschen flotter unterwegs sind und Kurven jagen. Und das ist halt echt einfach das Fahrwerk. Und ja, ich verstehe, warum das so ist, weil das Moped ist halt einfach sehr billig dafür, was es kann und was es ist. Im Vergleich zu der Konkurrenz, da ist es wirklich sehr günstiges Motorrad und irgendwo muss man sparen. Und am Motor haben sie ganz sicherlich nicht gespart und das Fahrwerk ist halt so ein großer Punkt, da kann man schon einiges einsparen. Hey, jetzt habe ich oft sparen gesagt. Deswegen, klar, ist verständlich. Man kann fahren, also es ist ja jetzt nicht so, als wäre das Moped unbrauchbar, so wie es ist. Man macht sich schon, ich glaube, man kann sich echt einen großen Gefallen tun, wenn man da ein anderes Federbein, also zumindest denke ich mal andere Federgabeln. Ja, vor allem das Federbein ist halt echt nur Bomber. Das Ding ist so weich und auch du kannst Druckstufe oder Zugstufe, was ist da? Du kannst es auf jeden Fall härter und weicher einstellen. Aber auch wenn du es jetzt auch ganz hart machst, erstens ist es immer noch weich an sich, außerdem ist das federt dann halt einfach nicht mehr, dann ist es halt nicht mehr, das ist zwar hart, härter, aber deswegen fährt es auch nicht wirklich besser. Das ist wirklich der größte Punkt, der mich an der MT-07 stört, muss man ganz ehrlich sagen. Bis Baujahr 2017 zumindest, das Facelift-Modell. Da ist das Fahrwerk ja in Takten besser, aber jetzt, also ist jetzt nicht so, wie wenn da jetzt ein richtiges Sportfahrwerk drin wäre. Also das definitiv nicht. Aber ich bin sie schon Probe gefahren und ich muss ehrlich sagen, ich fand es schon ein bisschen härter, ein bisschen weniger schwammig. Und ja, gut, dafür ist Maschine halt, glaube ich, noch nie teurer wieder geworden. So Sachen halt, ne? Wie gesagt, das ist auf jeden Fall mein Punkt 1 und das ist auch tatsächlich der schwerwiegendste Punkt, würde ich mal behaupten. Ja, dann mein Punkt Nummer 2, wie gesagt, keine spezielle Reihenfolge jetzt. Die MT-07, die hat, und ich glaube allgemein die MT-Reihe, die hat eine ziemlich, ziemlich krasse Tachoabweichung. Ich habe das jetzt gar nicht gewusst, so, keine Ahnung, weil jedes Fahrzeug hat eine Tachoabweichung, weil, und halt natürlich im Positiven, also sagen wir mal, je nachdem wie rum man sieht, aber es zeigt immer mehr an, als du tatsächlich fährst. Das ist vom Gesetzgeber, glaube ich, so vorgeschrieben, dass ein Tacho weniger anzeigen muss und sogar, ich glaube sogar ein gewisser Prozentsatz, wie viel weniger. Aber auf jeden Fall bei der MT ist es relativ viel. Da sind es zum Teil so bis zu 8%, so, also bei dem Vorgängermodell, was ich hatte, da waren es wirklich so um die 8%, kann man fast sagen. Also ich war 100 auf dem Tacho, 92 laut Navi. Und ich finde das schon ziemlich krass. Es ist jetzt kein schwerwiegender Fehler oder so, aber ich finde es halt auch in dem Aspekt ein bisschen fraglich, weil natürlich der Kilometerstand auch viel schneller hochgeht. Das heißt, 10.000 Inspektionen, da ist mir gerade was auf Linse geflogen, ne, alles gut. 10.000 Inspektionen zum Beispiel, die hast du
die hast du mit 8% Tachoabweichung, da bist du fast 1000 Kilometer zu früh dran, wenn du die machst. Und ne, das rechnet sich dann halt. Das ist, ich meine, das ist Geld und ich finde es ein bisschen schade, weil es ist halt unnötig. Ich meine, so 3-4%, das würde ja ausreichen. Finde ich etwas merkwürdig. Aber ist jetzt, das liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters. Der eine, dem ist es wahrscheinlich ganz egal. Dem anderen wieder halt, wie mir in dem Fall, nicht. Ja, dann dritter Punkt, was auch wieder so eine Bequemlichkeitssache ist, sage ich mal, weil ist schnell behoben. Aber die MT-07 hat von Haus aus an den Fußrasten solche Pöppel dranhängen, solche lange Stifte, die halt dafür da sind, dass man nicht zu sehr in die Schräglage geht. Ne? Was ja auch an und für sich ganz in Ordnung ist, aber gerade die Maschine, als ich die jetzt wieder neu geholt habe, es war schon ein bisschen eklig. Bin dann gefahren, so ganz normal, hab mir nichts mehr gedacht. Ja, dann sind da halt auf einmal die scheiß Nöppel und ich bin halt fast aus der scheiß Kurve raus, weil ich gefühlt nicht weiter runter hab können, weil da war halt der Anschlag. Und das ist schon, ein mega ekliges Gefühl. Und ich finde, ganz so krass muss es nicht sein, aber wie gesagt, es lässt sich ganz leicht beheben, indem du einfach die Dinge rausschraubst. Aber ich war bis jetzt immer zu faul dafür. Ich habe die halt dann einfach runtergefahren. Sollte man halt nur nicht irgendwie in einem Schlagloch oder so hängen bleiben. Das kommt dann nicht ganz so geil. Ja, dann zum nächsten Punkt. Ist so ein bisschen, da merkt man halt auch wieder, dass das Moped halt nicht ganz das teuerste ist. Aber mich stört es schon ein bisschen und ich finde, es ist ein bisschen schade. Das Motorrad ist extrem am Quietschen. Also, die Tankverkleidung, das ist halt einfach ein Plastik. So, Kunststoff ist ja in Ordnung. Aber wenn du dich da, wenn ich morgens zur Arbeit fahre, ich setze mich drauf und es quietscht halt einfach. Und ja, es ist jetzt nichts extrem Schlimmes, ich habe ja gesagt, großartig, was richtig Massives an dem Moped, was mir nicht gefällt, gibt es eigentlich fast nicht. Deswegen komme ich halt mit ein bisschen kleinere Sachen. Aber das sind so Sachen, die habe ich halt auf meiner SV nicht. Da quietscht halt nichts. Und die hat damals auch nicht mehr gekostet. Also als die neu gewesen wäre, ne? Ihr versteht, was ich meine. Und das finde ich ein bisschen schade, weil, ja, ist ja in Ordnung, dass Plastik ist, wie gesagt, aber das Rumgeknatsche und so finde ich jetzt nicht ganz so geil. Aber wie schon gesagt, es ist halt doch ein sehr kostengünstiges Moped. Ja, und dann eigentlich der letzte Punkt, was schon eher eine Sache ist, die auch, finde ich, ziemlich blöd ist. Ne, komm, wir fahren eher rechts. Und da geht es um die Ganganzeige. Das hatte ich bei der MT, die ich davor hatte. Da war die Ganganzeige quasi einfach voll für den Arsch. Also erst hatte der sechste Gang einfach nicht, wurde nicht angezeigt. Und dann immer so im Laufe der Benutzung, ich habe ja dann doch einige tausend Kilometer drauf gefahren, dann ist so langsam der zweite Gang wurde nicht mehr richtig angezeigt. Oder was der erste, bin mir nicht ganz sicher, ich glaube es war der zweite. Und das hat mich dann schon ein bisschen frustriert. Und da keine Garantie mehr auf das Moped und so weiter. Wenn mit Garantie, da wird sowas dann ausgetauscht. Aber ich hatte halt selber nach dem Fehler gesucht, klar, Google und so weiter. Hat ganz gut funktioniert. Hab erst gehofft, dass es nur die Kontakte sind. Also da ist so, das ist halt unten ein Kontakt. Da sind halt die insgesamt 7 Kontakte für 1, 2, 3, 4, 5, 6 und halt neutral. Die habe ich sauber gemacht. Leider war es damit nicht behoben. Ich musste dann im Endeffekt die Kabel von dem Stecker abmachen und die neu dran löten. Ist jetzt auch kein großes Ding gewesen. Hat danach einwandfrei funktioniert. Kein Thema. Aber nach
nach so ein paar Kilometern, das war dann, angefangen hat es schon bei 13.000, 14.000 Kilometern, auch ein bisschen schade. Ist was, was öfters mal passiert, aber finde ich, ist auch eine Sache, die halt nicht sein müsste. Aber ja, ist in Ordnung. Wie gesagt, das war in einer halben Stunde war das eigentlich erledigt. Nur ein bisschen Fummelarbeit da gescheit hinzukommen. Sonst alles gut. Ja, aber das waren auch eigentlich schon die Sachen, die mich so stören. Ich habe wirklich drüber nachgedacht, was sonst noch so ist. Das Einzige, was ich noch sagen kann, ja gut, mir gefällt die Lichtmaske vorne jetzt nicht so, so toll. Aber ja, was will ich machen? Man kann ja, wenn man möchte, sich eine andere Lichtmaske dran machen. Aber das ist mir der Aufwand eigentlich nicht so ganz wert. Maximal würde ich, wenn ich eine 2018er Lichtmaske billig irgendwo schießen könnte, würde ich die holen und die dran machen. Aber sonst irgendwas anderes, da habe ich gar keinen Bock drauf. Nee, aber sonst ist an dem Moped eigentlich alles, finde ich, voll in Ordnung. Es ist halt auch echt ein gutes Moped. Aber ihr könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr selber eine MT habt oder einfach eine Meinung darüber, was ihr an eurer MT nicht so gerne habt. Vielleicht sind da ja noch ein paar andere Sachen dabei, die mir jetzt gar nicht aufgefallen sind oder an die ich gar nicht gedacht habe. Würde mich interessieren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. Würde mich freuen. Und hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschaußen!